Outer Rim, Vorpal Nebel. Also, wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen geschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Ein Hausdruide. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Gab's eigentlich mehr als die drei? Beziehungsweise jetzt die beiden noch? Hier ist Aiden Versio von der Imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle und bringst sie trotzdem an Bord? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Du hattest doch recht. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schrift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben rennen. Ich glaube, nein. Kann ich mit dem sprechen? Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür zwei Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Hallo, kann ich irgendwie sprinten? Ich werde immer langsamer. Okay, Sie warten einfach. Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt auch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Ich glaube, ich habe die Entscheidung. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Lando, dein Timing ist erstklassig. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Aber wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter den Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Ich sollte abdrehen. Jo!
weiter, seid ihr erledigt. Was kann's? Hier. Ah, okay, das war gut gewastet. Warum stehe ich wieder im Zeug? Ah, Astromech-Griff. Ah, cool. Ich habe auch zwar. Ich bin zwar immer noch genauso scheiße im Fliegen. Ist das Ding immer so langsam? Satellit abgeschossen. Wir haben noch viel vor uns. Weiter. Aha. Je schneller die Satelliten zerstört sind, desto früher ist sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Danger 5, Danger 6, vergessen Sie nicht. Jetzt auf TIE-Jäger. Hey! Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, Danger 1. Ja, wir sind dabei, Shrimp. Gut, zeigen wir dem Imperium mal, wem es sich anlegt. Das ist doch schön. Ich hätte es schön gefunden, erstmal. Dass die jetzt nicht gerade Verbündete von der Rebellion werden. Und zumindest. Wow! Wow! Ich will nicht wissen, ob diese Laser tödlich sind. Muss ich ehrlich zu sein, gestehen. Oh. Scheiße. Feindliche Jäger in Sicht. So. Je schneller die Satelliten zerstört sind, desto früher ist sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Danger 5, Danger 6, vergessen Sie nicht, Sie schießen jetzt auf TIE-Jäger. Bestätige. Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, Danger 1. Ja, wir sind dabei, Shrimp. Gut, zeigen wir dem Imperium mal, mit wem es sich anlegt. Ah. Guter Schuss, Commander. Warum gehen die ganzen Schilde die ganze Zeit kaputt? In meiner Einheit ist sie kein Commander. Ja. In der alten Einheit sind wir aber noch. Das Ding ist aber auch langsam. Nabu ist ein bisschen sicherer geworden. Wir geben alles. Ah, die anderen schießen auch drauf. Cool. Bam, 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 bam. Noch ein Satellit weniger. Wir haben es fast geschafft. Und dann verschwinden sie. Stimmt's? Stimmt. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Wir wissen, was zu tun ist. Am besten zerstören Sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Jo, oh, ich bin... ja. Wollte ich nicht. Bam. Und noch einer. Wow. Guter Schuss, Percio. Wow. Verstanden, Staffelführer. Hallo. Das Ding ist langsam. Ich wusste, dass diese Laser nicht gut sind. Konnte aber auch nicht mal ausweichen. Irgendwie ist es schon erbärmlich. Ist es schon erbärmlich, dass es trotz der Langsamkeit dieser Dinge trotz. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Dass trotz dieser Langsamkeit die trotzdem sterben kann. Ein Satellit weniger. Von dem Zerstörer! Seine Kanonen durchschlagen glatt ihre Schilde! Was hab ich bemerkt? Am besten zerstören Sie zuerst die Verteidigungssysteme.
Verstanden. Und noch einer. Wow. Guter Schuss. Guido. Verstanden, Guido. Wie wär's mit mir? Warten, hilf's. Sektor sieht gut aus. Wow. Boom. Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber. Sorgt für Ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Teiljäger hat unsere Bomber im Visier. Fangt sie ab! Leiste Unterstützung. Helfen wir ihnen. Hier, es ist einfach genau das Umgekehrte wie in der vorherigen nicht vorherigen, sondern in der Mission 2, wo wir ja genau das Gegenteil machen mussten. Am. Lass die Teifügler! Zu Ende. Die was? Unser Großkampfschiff. Allein hat es gegen einen Zerstörer keine Chance. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. Oh, das war ein... Na, Pals, mein Liebes. Warum sind hier so viele... Na... Sie zerstören unsere Y-Flügler. Wir müssen sie verteidigen. Im Anflug. Wollen wir sie uns? Am. Noch mehr Teiljäger. Helfen Sie mir. Ab ein. Das ist hier an sich cool. Am. Lassen Sie die. Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Thank you.
meine Wegen in Ruhe. Auch wenn das seit kurzem meine Kollegen sind. Verraten mich zumindest nicht die ganze Zeit. Schilder ausgefallen. Gute Arbeit. Unsere Y-Flügler haben ihren Bombenangriff. Restoration, Sie können angreifen. Alle anderen fallen wieder zurück. Errungenschaft ausgestoßen. Sehen wir nicht alle den brennenden Sternzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Theed. Sie werden die Stadt attackieren. Alle so schnell wie möglich nach Theed. Wir haben vielleicht einen Weg, das alles hier zu stoppen. Ach, hier, diese Nabuch-Sterndinger kennt man doch ja, oder nicht? Diese Raumschiffe. Oh. Wir müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Theed hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Ja, verstanden. Ja. Was aktivieren wir denn? Etwas, das das Imperium aufhält. Ach, jetzt bin ich hier. Leia. Oh. Der imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir oh, lol. Ich kenne die halt nicht, was sie kann. Aktivieren. Ja, man. Räumt den Bereich. Hier muss alles sicher sein. Ach, hi, warum seid ihr in mir? Ach. Hier bleiben. Bei mir ist es sicher. Oh, ich wollte nicht auf die Zivilisten schießen. Das verschafft uns Zeit. Del, kriegen Sie das Relais hin? Ich war früher mal Ingenieur auf Großkampfschiffen. Kein Problem. An die Arbeit. Wir decken sie. Ja, Mann. Schild online. Das war grandios daneben platziert. Im Anflug. Imperiale Truppen kommen. Wir haben ein Relais zum Laufen gebracht. Also ich war es. Ziel Halbsturmtruppen zerlegt. Gehen zum zweiten Relais. Wir bleiben in Kontakt. So, hier, besser. Warte! Ich mag ihren Blaster. Nee! Nein, böse. Aber oh, die kann auf jeden Fall nicht nachladen können. Die hat einen ziemlich coolen Kühler. Granate! Del, du brauchst wieder einen neuen Schild. Da kommt noch mehr! Schiff down! Alles gut bei Ihnen? Perfekt. Aber ich keine Ahnung, warum. Was? Versorgen die Relais die ganze Stadt mit Energie? Ja, bis wir alles wieder zum Laufen gekriegt haben, kann Theed das Imperium nicht aufhalten. Oh. Ich glaube, da wird ein Sanitäter auch nicht mehr helfen. Ich glaube, da ging auch nicht. Oh. Ich schieße die ganze Zeit meine eigenen Leute in den Haufen. Haltet diese Stellung so lange wie möglich. Genau. Feindlicher Kampfläufer. Ich brauche hier sofort einen Bomber. Bestätige, Hoheit. Gehen Sie in Deckung. Jo. Das hat gesessen. Hi,
weiter! Okay, dann noch nicht. Transporter kommt! Das Imperium lässt nicht nach! Wir entdecken die Hoheit! Das Ding ist. Ein weiteres Relief wird aktiviert. So gut wie. Das Ding ist ziemlich zielgenau. Ich brauche Zeit. Ich glaube an Sie, Shrimp. Freut mich. Oh. Es ist einer. Ah, cool. Der hat auch so einen. Warum stehe ich wieder in den Fallen drin? Verteidigung steht. Was ist das? Ah. Das ist auch eine coole Waffe. Nur zeitlich bedienen. Los. Granate! Das ist ja eine Scheißgranate. Prinzessin, schlechte Nachrichten. Ein Scoutläufer hat uns eingekesselt. Können nicht zu ihrer Position zurück. Beschäftigen Sie sie und bleiben Sie am Leben. Nach dem Ionenimpuls sind Sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Na los, hier sind Sie sicher. Ah, okay, jetzt wird die Sache langsam. Der hat gesessen. Einen starken Schuss einmal direkt ins Gesicht. Oh! Also dafür, dass du der stolze Schinin-Soldat bist, ist so gar nicht mehr so gut. Bam. Okay, aber... Also zum einen, der Blaster ist ziemlich genau. Zum anderen ist... Erstens dieses Schild letztlich. Oh, sorry. Yep. Um die Leute zu decken und zum anderen... Granate ist zwar scheiße. Aber der andere Modus ist ziemlich gut. Bam. Perfekt. Schön. Wir sind fertig. Shrift, wie ist Ihr Status? Relay ist online. Sehr gut. Alle zum Palast. Dal wird reingehen und einen Ionenimpuls zünden. Wie bitte? Die Königin hat vor den Klonkriegen zum Schutz von Naboo einen Ionenimpuls eingerichtet, der jede Bedrohung außerhalb des Palastes ausschaltet. Nicht, wenn wir im Palast sind. Imperiale Truppen unterwegs zum Palast. Halten Sie möglichst lange die Stellung. Ah, cool. Oh, der AT, ne? Ich weiß... Oh. Ah, der macht echt keinen Schaden. Bam. Bam. Okay, das Ding ist ziemlich effektiv. Wir brauchen nur etwas Zeit. Wir werden überrannt. Alle zurückfallen. So, ich hab... Jo! Ich hab keine Ahnung, ob der gut ist. Rückzug! Hä? Ich halte die Linien! Okay, eher nicht mehr, aber... Okay. Ich zieh zurück. Mann. Okay, ihr rüberrennt und schon. Ich nehm's ja zurück. Mein Gott. Muss ich alles so genau nehmen? In Arbeit. Die Sicherheitsprotokolle sind überraschend
komplex und veraltet. Wir geben ihnen Zeit, wird aber nicht viel sein. Keine Sorge, Prinzessin. Es wird reichen. Mit der Waffe hat man ja überhaupt keine Kühlung. Alle Mann, die Treppe rauf! Los! Um Gottes Willen! Haltet sie von den Toren fern und feuert immer weiter! Prinzessin, der Impuls ist gleich bereit. Gut, wir haben nämlich bald keine Deckung mehr. Now, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ich bin bereit, Hoheit. Wir haben zu viele Truppler an unserer Position. Der Kampfläufer ist zu viel. Leite Detonationssequenz ein. Warum kommen die von der Seite? Wieder zurück. Hochadel, Errungenschaft erreicht. Oh. Ja, scheiße, ne? Oh. Ja, tschüss. Nein, nicht mein Druide, nicht mein Hausdruide. Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Oh, hallo, Hoheit. Gute Arbeit war das. Aber das erwarte ich auch vom Inferno-Trupp. General Kairisian hat's euch also gesagt. Sie haben dieser Allianz eine Menge Schaden zugefügt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, Ma'am. Und das ist unentschuldbar. Ich habe gesehen, was Sie tun. Sie sind nicht einfach nur auf der Flucht vor dem Imperium. Die Sache bedeutet Ihnen etwas. Stimmt. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht weiter Hoffnung für uns. Und wegen der Hoffnung werden wir auch siegen. Wenn nicht gerade der Inferno-Trupp dabei ist. Danke, Mann. Das Gegner. Interessante Story. Geht's noch weiter? Ja.